Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein schickes Mount, was wir uns vom Handelsposten holen können. Und dort war ich gerade dran. Wir können uns nämlich ein schickes Schildkröten-Mount holen. Ich habe das schon einmal mehr geholt. Ihr seht, hier ist es in einem Geschenk drin. Wilde grüne Kampfschildkröte schimpft sich hier. Und ich würde sagen, die packen wir jetzt mal aus. Und mounten auch gleich mal auf. Müssen wir bloß ein bisschen von dem Handelsposten weggehen. Und da seht ihr das schicke Ding. Ui, das sieht echt ganz cool aus. Hat ein bisschen auch ein neues Model, wie ihr seht. Und wir haben hier sogar ein bisschen Feuer dabei. Jetzt schauen wir mal, was es für ein Mount-Special hat. Ah, schade. Ich dachte, die Dinger schießen hier auch, ne? Weil es eine Kampfschildkröte ist. Also es scheinen zwei Kanonen zu sein. Ja, ist aber ganz nett. Ist auch super langsam, das Teil. Gefühlt, nee, wahrscheinlich ist es genauso schnell wie ein normales Mal, oder? Schauen wir mal, was das der Speed ist. Nee, Lauftempo 110%, also es ist schon langsamer als ein normales Mount. Sonst ist man bei 200. Aber ja, ist auf jeden Fall wieder ein schickes Ding. Und ja, wo kriegen wir das her? Ihr müsst einmal im Monat Mai aktuell den Balken auffüllen für den Trading Post hier. Und ja, ihr seht dann quasi immer euren Fortschritt hier in dem ersten Reiter. Und da oben haben wir einen Balken. Da können wir dann verschiedene Aktivitäten erfüllen. Unter anderem Dungeon-Bosse besiegen, Pet-Battle, World-Quests machen, ganz normale Pet-Battles. Also da sind alle möglichen Sachen drin. Im Endeffekt kriegt man es relativ easy voll. Ich habe hier eine PvP-World-Quest abgeschlossen, ein paar Quests gemacht, ne, ein paar World-Quests abgeschlossen. Also durch alle möglichen Aktivitäten kriegt man das quasi abgeschlossen. Wenn ihr das einmal komplett ausgefüllt habt, das sind dann 100 Punkte insgesamt, könnt ihr einfach die Kiste hier in SW aufmachen oder in Ogrimmar und dann gibt es dieses schicke Mount zusätzlich raus. Und ja, dann könnt ihr natürlich eure Punkte noch nehmen und hier einmal verwenden. Ich persönlich werde mir jetzt diesen Monat einmal hier das kleine Pet kaufen. Das ist für meine Collection das Sinnigste. Und jetzt gucke ich mal, wie viel ich da noch über habe. 900 irgendwas Punkte. Komm, ich kaufe mir jetzt noch diese T-Mog-Teile für 50. Die kosten nicht relativ viel und da kann ich das ein oder andere holen. Ein paar Punkte spare ich mir immer ganz gern, ne? Also die 800 Punkte, die lasse ich jetzt tatsächlich offen für den nächsten Monat. Manchmal gibt es, dass es zwei große Sachen zum Kaufen gibt und wenn man da ein paar Punkte über hat, dann ist das auf jeden Fall von Vorteil. Gut, das war's mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Denkt noch dran, dass ihr das jetzt bis zum Ende vom Monat noch holen könnt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.